Hallo, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft. Ich wollte gerade sagen Zelda, aber irgendwie wäre das Fail gewesen. Bei den letzten vier Aufnahmeparts habe ich ja die andere Aufnahmeart angewandt, und zwar eine Stunde aufzunehmen, ohne Hallo, herzlich willkommen und Tschüss zu sagen. Und das fanden manche gut, manche fanden das aber auch kacke. Und ich werde jetzt bei der Aufnahme hier das nochmal wiederholen. Und für mich selber gucken, wie das so war. Ich fand eigentlich ganz einfach, weil man dann einfach eine Stunde rendern musste. Da musste man nur einmal bearbeiten, nicht viermal. Und dann halt einfach in ein paar Parts splitten in vier Stück. Und das war eigentlich ganz schön einfach. War auch ein bisschen zeitsparender. Deswegen mache ich das jetzt einfach nochmal. Und ja, kommt drauf an, ob ich das dann weitermache oder nicht. Ich weiß es nicht. Warum sieht das da so hell aus? Was soll der überfucken Sinn? Und ich habe ja meine PC-Welt jetzt hier von der Map aktualisiert, und jetzt sieht die hier im Vergleich voll hässlich aus. Gar nicht mehr schön. Ja, quietsch, finde ich auch. Sieht die hier voll doof aus gegen. Da kann man nichts machen. Und da sind, wie heißt die nochmal, Torben und Hendrik oder so, ne? Das finde ich cool. Aua. Quietsch, das ist einfach der derbe Quietsch. Und ich habe übrigens auch keine Ahnung, was ich jetzt machen soll. Warum sind die Türen auf einmal jetzt so leise? Das verstehe ich nicht. Habe ich Minecraft extra schon insgesamt leiser gestellt, weil die Türen so laut sind? Jetzt sind die Türen auf einmal normal laut. Komisch. Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt machen soll. Ach genau, ich wollte GLPs Zimmer bauen. Stimmt ja. Aber dafür brauche ich noch Schafe. Ah, okay. Ja, ich weiß wieder, was ich machen wollte. Mir kommt das vor, als könnte mir ein Enderman. Ach, hier das Melonenfeld. Ich habe übrigens genug Melonen. Ich habe, warte mal, wie viel sind in einer Reihe? Ich weiß nicht. Obwohl, ich renne es nicht extra nochmal hin für euch, da zu zeigen. Auf jeden Fall habe ich in der Kiste drei Reihen mit Stacks voll. Also ein bisschen übertrieben. Und da das ja eine automatische, das ist ja noch per Hand abbaubar. Das ist ein bisschen nervig. Ich suche jetzt Schafe. Ich bin schon manchmal am Überlegen, ob ich wirklich auf dem PC irgendwann weitermachen soll. Das heißt, irgendwann. Demnächst dann mal, weil das sieht irgendwie doof aus. Ich muss es korrigieren. Weil da wirklich so viele coole Sachen gibt, und das hat mir auch richtig Spaß gemacht, auf dem PC das weiterzubauen. Und deswegen bin ich das momentan am Überlegen. Aufgeschlagen. Ich muss noch kurz gucken, ob der Timer überhaupt läuft. Ich weiß ja nie, ob ich das auch angemacht habe. Ich glaube schon, ja. Gut. So, waren jetzt nochmal das Loch da. Ich muss das auskorrigieren. Wo war das? Wo war das? Da. Nichts Besseres zu tun, aber egal. Okay, wo gehen wir jetzt hin? Schafe werden hier wahrscheinlich nicht sein, weil irgendwie sieht das so aus, als wären im Schneegebiet keine Schafe. Ich denke aber schon, dass da welche sind. Das hat wehgetan. Vor allem habe ich gesehen, dass das ein Loch ist, und renne ich trotzdem rein. Dumm. Schafe. Ich gehe mal hier hoch. Ich gehe mal bei die Weizenfarm. Die Weizen, 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 Weizenfarm. Jo. Nur so mal als Information, wenn ich jetzt auf der PC-Version weiterspiele, dann benutze ich halt auch die Map, die ich da gebaut habe für, weil ich mache jetzt nochmal irgendwie dann extra eine neue Map. Ich will ja schon die Welt hier behalten. Und außerdem, die gefällt mir, die ich auf dem PC gebaut habe. Okay, hier ist alles gewachsen. Ich habe irgendwie Sauhunger wie Sau. Sauhunger wie Sau. Das gab Sinn. Da mit der Lava, da habe ich an der PC-Welt vergessen. Oh mein Gott, ich bin so dumm. Wie konnte ich nur? Wir sind die Gänge hier auch ein bisschen länger, glaube ich, bei der PC-Version. Egal. Egal. Kann ich alles noch ausgleichen. Aber hier sind keine Schafe. Schon nur Spinnen. Wo auch immer die waren. Wisst ihr was? Ich fange jetzt einfach so an, dem sein Zimmer zu bauen. Manche haben mich auch gefragt, ob ich die Xbox-Version als Download freigeben kann, aber das geht ja gar nicht. Kann die ja nicht downloaden. Das funktioniert nicht. Beziehungsweise ich könnte die Map abspeichern, aber man kann die nicht auf einer anderen Map öffnen. Habe ich schon probiert, da geht nicht. Das ist unmöglich. Nicht auf einer anderen Map, auf einem anderen Profil. Nur ich kann die spielen. Das ist eine super special Map, die nur mir gehört. So. Ach, die Scheiße, ich will da nicht hin. Und auf der PC-Map funktioniert der Bootshaus übrigens. Da könnt ihr ja halt gerne austesten. So, wo war jetzt nochmal dein Zimmer? War hier nicht alles falsch rum? Ich glaube schon, ne? Ach, hier ist dieser Zimmer, okay. Hey, warum? Wie sah das nochmal aus? Genau, ein paar Zäune.
So, hier war, glaube ich, ein Zaun. Nee, nicht da ganz in der Ecke. Oh, das geht aber schnell. Cool. Hier, glaube ich. Dann kam da so ein Busch drauf. Die Wände, weiß ich gar nicht mehr, wie die ausgesehen haben. Ich weiß sowieso nicht mehr genau, wie die ausgesehen hat. So, das müsste ja jetzt eigentlich bleiben, dank dem neuen Update. Dank dem neuen Update. Wie sieht das scheiße aus? So komisch durchsichtig. Egal. So, das Bett war... War das da an der Seite? Ich glaube, das war hier an der Seite, ne? Oder war das da? Ne, war ein Doppelbett. Fuck. Ich habe nur ein Bett dabei. Mist. Mir fehlen auch noch Schilder. Ich bin so behindert. Bin so dumm. Das Loch da macht mich irgendwie aggressiv. Ich brauche noch Wolle. Eindeutig. Eindeutig brauche ich blaue Wolle. Ich habe aber nur 5 Stück oder so gehabt. Bilder kann ich jetzt noch nicht da dran platzieren, weil ich nicht weiß, wie das aussieht. Bett kann ich auch nicht platzieren, weil das dann wieder einkracht, wenn ich hier das Teil umbaue. Denke ich zumindest. Das Holz, die brauche ich nicht, das ist unwichtig. Jetzt wird hier ultra dunkel drin. Ja, das ist definitiv eine Fackel. Blöd. Dumm. Aber bevor ich halt zur PC-Map wechsle, werde ich auf jeden Fall noch das mit den Xbox-Erkundungen da machen oder so. Also, wo ich auf eure Map kann, wo ihr auf meine Map könnt und so ein Scheiß. Aber wie gesagt, dazu kommt bald ein Infovideo. Vermutlich nach 1000 Abonnenten. Vielleicht kommt sogar im 1000 Abonnenten Livestream. Mache ich sowas, dass ich auf andere Welten gehe und die mir angucke. Aber einfach mal abwarten. Einfach mal abwarten. Pff, tot. Wusstet ihr übrigens, dass am 27. Oktober, das ist ja noch ganz so lange her, mein Kanal ein Jahr alt geworden ist? Cool, ne? Dann habe ich in einem Jahr, nein, nicht ganz, aber fast in einem Jahr 1000 Abonnenten bekommen. Irgendwie hört sich das ja schon relativ viel an, aber ob das auch viel ist? Ich weiß nicht. Es gibt Leute, die bekommen im Jahr 100.000 Abonnenten dazu. Also, kommt drauf an, ne? Aber wenn man bedenkt, von Minecraft, es gibt viele, die 1000 Abonnenten haben. Ich bin nichts Besonderes. Egal. Wenigstens kann ich mir einbilden. Warum habe ich einen so ein Teil gefangen? Ein Holzstück. Ich weiß nicht. Ich gehe jetzt einfach mal gucken, wie viel blaue Wolle ich noch habe. Warum rede ich schon wieder so übertrieben schnell? Und damit Töni regt mich auch auf, ey. Quietsch! Wo ist Quietschi da? Hi. Guck mich einfach nicht an, ey. Oh. Da. Ich habe auch übrigens bei der PC-Map die Truhen aktualisiert. Wie ich einfach mal wieder nur über die PC-Map rede. Habe ich die Truhen aktualisiert und bin aber so gnädig gewesen und zum Beispiel, ich habe ja nur noch so wenig Holz. Da war dann noch ein bisschen Holz drin, ich glaube die ganze Reihe voll, das habe ich einfach gelassen. Also ich habe nicht wirklich viel von den Sachen, die ich nicht mehr hatte, weggeholt aus den Kisten. Ich habe nur das meiste dazu getan, so dass ihr ganz viele Ressourcen zum Bauen habt. Toll, ne? Ich bin so nett. So, und hier kommt auch noch so eine Scheiße rum. Einfach so eine Scheiße. Und ich baue jetzt mal hier die Kacke hin. Warum rede ich irgendwie so nur über Ausscheidungen? Ich weiß es nicht. Wie sieht die blaue Wolle hier komisch aus? Aber irgendwie passt die viel besser. Die sieht viel GLP-hafter aus. Keine Ahnung. Ich finde schon. So. Natürlich fehlt eins, war ja klar. Warum renne ich dahin, komm zurück und vergesse die Hälfte wieder? Bin ich dumm oder so? Dankeschön für diese Bestätigung. Kannst du mal mit dir rausgehen? Du wohnst hier nicht. Geh. Hau ab. Der hat keinen Hund. Doch der Hund da ist Luna. Ich schmeiß einfach dem seinen Hund raus. Tschüss. Okay. Ich brauche Schilder. Ich renne jetzt einfach für jedes hin und her. Ist das okay? Für euch? Ja, ich denke schon. Ich habe nämlich keinen Plan, was ich machen soll. Ich habe jetzt eine Weizenfarm gebaut, das wollte ich machen. Eine Melonenfarm habe ich auch so in der Art. Ich könnte die noch automatisieren, aber das ist ultra viel Arbeit. Eigentlich ist das ganz so viel Arbeit. Ich zeige euch das einfach mal gleich, wie das funktioniert, für die wir das nicht verstehen. Bett. Ich brauche noch ein Bett. Noch ein Beet. Okay, hiervon kann ich definitiv mal ein bisschen Wolle benutzen. Davon habe ich viel zu viel. 1, 2, 3. Und ne Holz. Brauche ich nur 2, weil ich schon 1 habe. 1, 2. Bam.
Und Kraftin. So, jetzt brauche ich noch Türen. War da eine Tür? Ja klar, war da eine Tür, aber war das eine Doppeltür? Schon einfach mal zwei Türen mit. Habe ich noch zwei Türen? Ich glaube schon, ne? Nee, ich habe gar keine Türen mehr, geil. Ich habe so voll den Holzmangel, aber so richtig übertrieben viel. Zwei Türen bitte. Eins, zwei. Ah genau, ein Tisch kommt da noch rein. Dafür habe ich auch die Druckplatte. Ich wusste gerade gar nicht, warum ich die Druckplatte da dabei habe. Aber der Tisch war, glaube ich, aus Stein. Scheiße. Hab ich noch eine Steindruckplatte. Oh, ich habe sogar noch eine Steindruckplatte. Wie geil. Kurz ein bisschen verschieben. So, hier die Karte kommt dann auch wieder weg. Was brauche ich denn noch? Wofür bin ich eben nochmal komplett hier zurückgerannt? Kurzzeitgedächtnis. Wer war das nochmal? Los, sagt es mir. Ich brauche Schilder, genau. Boah, ich bin so gut. Ich bin so gut, ey. Ah, ich habe noch ein bisschen Holz. Ein bisschen vor allem. Ich brauche 3 Schilder. German, let's play. Ne, 4. Cool, genau. Richtig viele Stöcke. Wie sieht ein Holzschwert aus? Irgendwie voll rund. Die sehen alle so rund aus oben. Komisch. Ah, ich weiß auch jetzt, wie man Kürbissamen, mein Gott, kompliziert. Wie man die bekommt, man muss halt den Stiel kaputt hauen. Braucht den immer zu schreiben, ich habe es gerafft. Ah, ein Dispenser wollte ich mal bauen, genau. Mache ich gleich, dafür kriegt man, soweit ich weiß, auch Gamerscore. 1, 2, 3, 4, reicht. Perfekt. Nee, doch, klar, weil ich die Stöcke damit geholt habe. Dispenser. Brauche ich hier die Scheiße. Dafür habe ich auch ein paar. Redstone. Redstone. 1, glaube ich nur. Bogen. Baue ich mir mal schnell. Hab ja genug hier von der Scheiße. 1, 2, 3. Und wieder Sticks. Ein Bogen war so schwer zu bekommen, weil man keinen Faden hatte. Und jetzt habe ich so viele Fäden, ey. Voll übertrieben. So, jetzt kann ich mir mal schnell hier einen Bogen bauen. Bogen. Waffen. Da. So, jetzt Dispenser. Da. Und Gamerscore, passt auf, jetzt. Hallo? Ach stimmt, ich bekomme ja gar keine Nachrichten mehr. Ich bekomme keine Benachrichtigungen mehr. Ich gucke mal kurz, ob ich das freigeschaltet habe. Und ja, ihr habt gerade meinen Gamertag gesehen. Und ja, ihr seht gerade ganz viele Spiele, die ich gespielt habe. Minecraft. Schade, ich bekomme die Benachrichtigung nicht mehr. Ich habe das ja ausgestellt, weil ich sonst immer Nachrichten bekommen würde und das wäre nervig. Das hier kriege ich irgendwie nicht hin. Da mache ich am besten einen Multiplayer, dann setze ich mich auf ein Schwein, irgendwer schmeißt mich da runter. Ja, das mache ich. Und das hier kriege ich irgendwie nicht hin, da muss ich ganz lange in eine Richtung fahren. Ich meine, da war sau lange in eine Richtung, aber irgendwie hat das nicht funktioniert. So, genug geschissen. Dispenser kommt jetzt erstmal weg. Wo kommt das denn bei Spezial? Bei Überall Special, ich klatsche mal einfach kurz hier zwischen. Jetzt hatte ich noch hier ein paar Steine, die ich wegtun kann. Da, und jetzt gehen wir wieder auf. Nein, wir gehen erstmal schlafen. Boah, die nerven die Schafe so langsam, ne? So nervig. Nee. Ich muss endlich mal wieder Naruto aufnehmen. Wie ihr vielleicht bei Twitter gelesen habt, das ist übrigens gerade eine tolle Chance, um Schleichwerbung für meinen Twitter-Account zu machen. Da erfahrt ihr oft Insider-Wissen, weil ich auf YouTube nicht sag. Also guckt einfach mal in die Videobeschreibung, da ist mein Twitter-Account verlinkt. Wenn ihr Twitter habt, könnt ihr mir da folgen. Und ja, da schreibe ich auch manchmal ein bisschen Scheiße rein an die Sachen, die ich nicht im Let's Play schreibe. Und unter anderem die Leute, die mir auf Twitter folgen, wissen auch, dass ich Naruto eine Stunde aufgenommen habe. Aber dann irgendwie jedes Mal, bei jedem zweiten Fraps-Teil, war da irgendwie ein Black-Screen. Und deswegen konnte ich das nicht rendern. Und deswegen mache ich bei Naruto auch die Aufnahmeweise, die ich jetzt gerade hier mache, nicht. Weil ich dann lieber 15 Minuten aufnehme und dann 15 Minuten löschen muss, weil die verkackt sind. Anstatt eine Stunde. Und das wäre richtig dumm. Nur bei Minecraft wird mir nicht passieren, weil ich dann mit einem anderen Programm rendere und da passiert sowas nicht. Ist zumindest bis jetzt noch nicht passiert. Und warum ist das da kaputt? Was war da? Ich weiß es nicht mehr. War da ein Bogen? Scheiße, ich habe meinen Bogen weggetan. Ich habe meinen Bogen vercraftet. Ich bin doch dumm. Meinen schönen Bogen. Passt das überhaupt hier hin? Ach du Scheiße, da sind ja Fackeln. Die entfernen wir mal schnell. So, jetzt wird er wieder ein bisschen getrollt. So.
immer schön auseinanderschreiben. Also wenn ihr German Let's Play anschreibt, schreibt immer German Let's Play auseinander. Obwohl, ne, lieber nicht, sonst blockiert ihr euch. Ich will nicht, dass ihr euch blockiert, nur weil ich das gesagt habe. Weil der mag das nicht. Aber ich darf das. German. 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 Irgendwie sieht das sehr klein aus. Okay. German. Mein Gott. Warte mal, das war falsch, oder? Ne, doch nicht. German. Es ist kompliziert. Let's. Ich hasse halt bei der Xbox zu schreiben. Boah, schön, ein Schild, wo Let's draufsteht. Let's Dance oder so ein Scheiß. German Let's Plays. P. Wo ist das P, liebe Kinder? Da ist das P. Wo ist das L? Ich bin schon drauf. Oh, fail. German Let's Play. Wo ist das Y? Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das Alphabet hier aber nicht. German Let's Plays. Warte mal, ist das nicht dasselbe wie auf der Tastatur? Scheiße, das ist dasselbe wie auf der Tastatur. Fail. German Let's Plays. Ich bin schon fast fertig. Dauert auch gar nicht lang. Oh, falscher Knopf. Oh, schon wieder falscher Knopf. Upsi. Ich will mal gleich Melonen lutschen. Die sind cool. German Let's Plays. Zimmer. Da. Zimmer. Fertig. Ist das nicht schön? German Let's Plays Zimmer. Warum ist das Schild da so hell? Hat er auch. Wahrscheinlich, weil die Fackel da drunter ist. Kacke. Fackeln aufgesammelt. Oh, ich hab nur 3 Fackeln. Oh Gott, ich bin total arm. Ich hab nur 3 Fackeln. Ich hab keine Fackeln mehr. Überventiliert. Warte mal. Hier war irgendwo so ein Tisch, ne? War der hier? Du weißt gar nicht mehr. Ich glaube, der war nicht hier. Ich baue das einfach mal ein bisschen anders wie bei der PC-Version. Ist ja auch egal. Muss ja nicht genauso gleich sein, ne? Oh, da mag gar kein Geräusch, wenn man dran springt. Ich kann irgendwie